22 Leben. Oh ja, oh scheiße, ich snack mir so einen Heiltrank darauf. Mach jetzt beeil dich. Oh, was ist das hier für eine Spitzhacke? Ich hab hier die ganze Zeit auf Hauen am Stehen, aber irgendwie... Ja, genau. Jetzt kommt, das hört man doch. Ah, Dynamit und... Wasserläufer-Potion, Dynamit und 20 Pfeile. Ist jetzt nicht so schlecht. Dynamit macht sehr viel Spaß. Meistens, wenn man verdammt viel davon hat, dann wird's lustig. Wie TNT in Minecraft. Oh, fuck. Das, ich sag doch, die Spiele, die mögen mich auf den Tod. Ja, bleib hier oben. Der Zombie hat ziemlich viel Leben. Oh, 70. Bergmann-Zombie. Was war das jetzt, was du abgebaut hast? Das war eine Statue, die gibt so, die gibt Buffs später, aber da müssen wir noch ein bisschen was sammeln. Ich sammle es nur, dass es ein bisschen hasch. Dass man es schon hat und so. Also. Achtung, da oben ist wieder so ein Slime. Herz. Ah ja, warte, ich nehme noch die Kiste mit. Weil man kann sich auch normale Kirschen bauen, aber eine Goldkirsche sieht natürlich zehnmal schöner aus, sag ich jetzt mal. Sicher. Achtung, pass auf. Oh, dein Leben. Ich geh weg. Ich geb dir gleich einen Heiltrank. Ja, hast du ja alle weggesnickt, als ich so wollte. Ja, klar. Ja, weißt du, da bist du gerade am Verrecken. Ja, komm, du hast noch volles Leben. Alter, was halten die Viecher aus? Verdammt viel. Warte, jetzt gebe ich dir noch zwei Stück. Aha, guck mal, was da oben ist, da tue ich ihn aber. Jetzt habe ich glaube einen getrunken und du hast einen jetzt gekriegt. Das Leben regeneriert sich, genau. Hier hast du auch, also du hast hier so Plattformen, warte. Hier. Ja, die kenne ich, da kannst du drauf, genau. Oh shit, bei meinem Glück, kannst du drauf springen, wenn es hoch genug ist, aber ich glaube, das war jetzt nicht. Ich glaube, mit runterdrücken kannst du, boah. Die Steuerung, die ist immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, stimmt schon. Ja, ich sehe schon, wie du verkackst. Ja, das liegt an meiner beschissenen Mose. Sand, Golderz, ich hab alles, Mann. Ich hab alles. Ja, ja. Vor allem, ich kann das, mir hier diese Holzklappen auch selbst machen. Oh. Genau, das geht ja in Metaso, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, wie gesagt, das ist, Terraria kann man eigentlich nicht so in einer kleinen Aufnahme erklären. Das Spiel ist so vollgestopft mit Sachen. Das muss man selber erleben, das muss man rausfinden und so. Es gibt hier, ich glaube, bis zu 15 verschiedene Rüstungen mit jeweils speziellen Boosts und besonderen Sachen und so. Also es ist sehr, sehr groß, das Spiel. Mhm. Macht auch verdammt viel Spaß, gerade im Winter oder so. Super Sache, um die Zeit rumkriegen. Fette Eisenader, nett. Ui. Warte, machen wir das so. Oh. Ich glaube mir hier schon alles. Genau, wenn wir das Eisen haben, das ist gut. Dann können wir uns nämlich eine Eisenspitzhacke machen. Die andere Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir nachher wieder zurück? Ja, im späteren Verlauf gibt es Dings, ein Spiegel, ich weiß gar nicht, ich glaube Magic Spiegel oder so heißt. Wow. Lederratte. Ja, genau. Ein Magic Spiegel, da brauchen wir aber erst Mana, dafür brauchen wir auch wieder fallende Sterne und so, also ist auch wieder. Ah, guck mal, hier unten ist glaube ich auch noch Eisen. Ah, warte, nicht im Wasser. Ja, nee, ich wollte hier so ein bisschen Wasser umleiten. Ah, ja, das ist eine gute Idee. Ich ja nicht von gestern, ja, also das kannst du mir nicht vorschreiben. Ja, eben, aber jetzt gibt's auch erstmal. Oh, guck mal. Ich glaube, Diamanten? Nee, was war's? Saphir. Ja, Saphir, genau. Die brauchst du dann zum Beispiel, es gibt hier Lichtschwerter. Die brauchst du. Alter, das ist so verkackt, ne? Ist das hier Star Wars oder was? Da kannst du sowas von Star Wars nachspielen, ohne Scheiß. Ist so gut. Dafür brauchen wir aber erst wieder ein Asteroid, wo landet. Das kriegst du eigentlich dann, wenn du. Lass uns hier oben mal weitergehen. Den kriegst du aber erst, wenn du im so einem dunklen Bereich der Welt, wo es auch andere Monster gibt, in Dark Zone. Was heißt Dark Zone, glaube ich doch. Dark Zone. Gibt's. Oh, Kupfer. Wollen wir unten oder oben? Unten, ne? Da unten gibt's so Orbs, die musst du zerstören.
Und dann kommt irgendwann mal der Dings. Oh, großer Slime, großer Slime, großer Slime, böser Slime. Oh, Oh oh. du bist sowas von tot. Ich bin vor allen Dingen im Wasser. Und tschüss. Tschüss. Oh fuck. Und ich fange jetzt, glaube ich, eh wieder ganz oben an, oder? Wenn ich mich nicht Nee, irre. genau, aber du musst alle Sachen haben, soweit ich weiß. Habe ich auf einfach? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe noch alles. Ja, Perfekt. super, Ja, aber ich weiß es nicht. ich Ja, lasse dich dann da unten erstmal machen, ne? okay, ich farm noch ein bisschen. Ich kann ja auch ein bisschen Haus ausbauen, wenn du möchtest oder so und auch was Ja, klauen. ich werde hier oben so ein bisschen mal gucken, was ich hier Ja, mache. ich komme sofort irgendwie nach. Ja, Das wäre okay. vor allem dieses irgendwie, ne? Das ist immer so herrlich bei uns. Ja, am Anfang, ja, gesagt, am Anfang ist echt extrem, wie du. Ob du heimkommst, ob du es nicht heimschaffst oder so. Am Ende, wenn du den Spiegel hast, eigentlich nur noch drauf drücken und du bist durch. Ja, das ist Aber. halt die Sache bis, ne? Bis man soweit ist, vergeht eine Menge Genau. Zeit. Ja, geht sterben, ihr scheiß Glibber. Weil man kann, ich habe gesehen, man kann hier wirklich viel machen. Oh ja. Ich alleine, ich bin ehrlich, ich bin zu blöd dafür. Ja, also wie gesagt, Terraria, wunderschönes Spiel, sehr langwieriges Spiel. Also ich glaube nicht, dass mir es so lang spielen, dass du alles siehst. Das geht nicht. Also dann hast du die nächsten 500 Folgen mindestens. Ja, also Also ich von dem her. war ja jetzt erstmal von mir, von uns beiden, denke ich mal so, ja, stirb, Doch. stirb, ich sehe es doch. War ja erstmal so gedacht, dass wir uns hier, ja, so ein bisschen together-mäßig, also zusammen, wir sind so ein Ja. bisschen zocken. Ich habe ja noch erst, also ich habe ja als erstes so meine eigenen Projekte nebenbei noch laufen. Wie aktuell Fable 1, also The Lost Chapters. Und mit der Zeit werden vor allen Dingen auch Together-Sachen kommen. Ich weiß ja nicht, wie du lustig bist. Hab da ja so ein paar Aber Sachen in ja. Planung. Wie du möchtest. Ja, ob du möchtest, ist die Frage, ne? Klar, ja, gerne. Nur doch gerne. So, wenn die Zuschauer das wollen. Also. Gerne, also gerne. Also, was ich schon mal verraten kann, was Eule und ich zusammen geplant haben, oh verdammt, wie hieß das Spiel? Du weißt, welches ich meine, dieses mit den Towern. Tower Defense? Ja, wie heißt das? Ja, Tower Def Dungeon Defenders, genau, Genau, so. Dungeon Defenders, oh. Wir hätten nach rechts gehen sollen, hier ist nämlich direkt was nach unten. Na, okay. Nee, Ja, ich bin und. auch gleich durch. Ja. Dungeon Defenders haben wir geplant. Da hatten wir auch schon mal eine Testaufnahme gemacht. Aber da war ich um einiges nervöser, als ich jetzt bin, als ich in der ersten Fable Aufnahme war. Wobei die erste Fable Aufnahme, ich bin ehrlich, die ist für den Arsch meiner Meinung nach. Das werdet ihr alles schon gesehen haben oder noch sehen. Das ist Chaos pur. Ja, aber das Ding, das ist immer so. Also, es gibt so viele LPer, Ja. das ist normal. Ich kenne viele, ich habe von vielen berühmten LPer die ersten LPs angeguckt. Entschuldigung, in heutigen Maßstab, wenn sie sagen selber, wenn sie sich das angucken, dann würden sie es gerade löschen am liebsten. Aber Ja. ich glaube, das kommt mit der Zeit, das haben auch viele andere Große gesagt, der Szene, dass das am Anfang immer schwer ist und danach wird es immer leichter. Ich glaube, das Mit der größte. Zeit und so. Ja, ich glaube, das größte Problem ist eigentlich, man versucht so seriös, so ruhig und gelassen wie möglich rüberzukommen. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Klar. Ne? Und wenn ich merke, jetzt so mit dir, das ist ein ganz anderes Feeling, sage ich jetzt mal, zum Labern, zum Klar. Aufnehmen, als wenn du da alleine bist von der ersten Aufnahme. Du denkst ja, was? Das ist mein größtes Problem. Was denken die anderen? Was denken die Zuschauer? Also ihr? Wie kommt da drüber? Ich meine,
Unsere verkackten Stimmen, wenn ihr das einschaltet, seid ihr selber schuld, Alter. Ja, eben Und drum. Respekt an alle, wo bis jetzt durchgehalten haben und durch alles schauen. Vor allen Dingen bei Eule, ne? Also das ist schon echt eine Zumutung. Ja, Ja, zum immer Glück. die Schwaben, nein. Ja, boah, die Badener. Die Die Badener, die Schwaben. Bahn. Oh, ich riech noch auf Fresse, ich riech noch auf Ja, ich Fresse. komm gleich hoch. Oh mein Ja. Gott. Nein, aber wir werden mal gucken, wie wir das hier alles so hinkriegen. Und ja, dann sehen wir mal weiter. So, ich glaube, Holz haben wir bald genug. Ich bin mir nicht sicher, ich habe ja alles gefällt. Und da springen die ganzen Glibber wie die Lemminge ab in den Abgrund. Ach, komm schon. Du entfernst dich, glaube ich, von mir. Du hast, glaube ich, nachher voll die guten Sachen Ja, schon. ich gehe nach unten ein bisschen. Wie hast du Autos deinen brauchen Charakter noch auch Waffen. auf einfach oder? Ich weiß es nicht, darum will ich nicht sterben. Oh, Will ich natürlich shit. gute Sachen haben. Ich buddel mich so ein bisschen von Höhle zu Höhle. Wie gesagt, das ist das Effektivste. Es gibt hier auch Tränke, wo man alle Erze und so sieht, die sind verdammt gut. Aber dafür braucht man bestimmte Materialien, wo man halt auch nur in der Tiefe sieht. Und ich würde auch empfehlen, wenn man noch mal in der Kirche gibt es auch einen Dschungel oder so, da müssen wir auch hin und so. Weil da braucht man bestimmte Samen und Setzlinge und Ranken, dass man uns ein, also hier gibt es einen einfachen Enderhaken und einen Dschungelenderhaken. Und der Dschungelenderhaken ist wie der eine, also der ist aufgebaut wie der eine Spider-Man-Gegner, wo so mehrere Tentakelarme hat. Dr. Oktopus, Dr. Genau, Oktopus, genau. Dr. Octopus, So, genau, ich das habe sind die hier. grünen Sachen. Ist halt richtig geil. Ja, so was Oh, fuck. mein geschätzter Kollege gerade gesagt hat, dass man auch Erze an der Oberfläche finden kann, wie ich hier jetzt gerade ja, Kupfer gefunden habe. Das heißt, hier oben drüber, wo ich bin, ist wahrscheinlich eine fliegende. Nein, nein, jetzt gehe ich drauf. Nein, da bin ich tot. Jetzt sehen wir natürlich, welchen Schwierigkeitsgrad sich die Eule genommen hat. Verdammt. Ich glaube, ich habe auf. Yes, ich habe auf einfach. Ein Glück. Das muss man vielleicht dazu sagen, es gibt zwei verschiedene drei verschiedene Schwierigkeitsgraden. Einfache, da stirbt man und behält seine Sachen. Es gibt Mittel, da stirbt man und seine Sachen sind verteilt an seinem Todespunkt. Und dann gibt es Extrem, da stirbt man und alle Sachen sind weg. Und Und der ja, ist echt hart. den hätte ich auch nicht genommen, weil ich würde ja doch gerne hier ein paar Sachen zeigen. Klar. Andere Frage, sollen wir hier bleiben oder sollen wir ein bisschen rumlaufen? Ich. Nein! Alter. Also ich würde sagen, was ist denn das für ein komisches Teil? Da habe Sonnenschirm ich oder was? Kupfer aus dem Boden geholt. Ah, das ist ein Pfeilerstein. Sollen wir ein bisschen rumlaufen, weil es gibt an sich schöne Sachen, wo man bauen kann. So im Berg drin, so wie eine Bunkeranlage oder eben eine Schlucht oder so. Ja, können wir gleich machen. Ich würde aber erstmal sagen, machen wir uns besseres Werkzeug. Jo, klar, das wäre Würde ich so richtig. jetzt für den Anfang vor allem erstmal die Nacht überstehen. Das stimmt, ja. Ein besseres Schwert da, würde ich sagen, und bessere Äxte. Ich hatte mal so ein Schwert gehabt, das fand ich ja persönlich geil, dieses Großschwert, womit du auch hier wie mit der Axt oder also mit der Axt oder hier mit der Spitzhacke so einen Rundumschlag machst. Fand ich Ah. persönlich sehr geil. Ja, schon, ja, doch. Ja, brauchen wir dafür. Das Schwert, da brauchen wir Stein. Okay, ich habe 250. Jo, gut. Und einen Ofen brauchen wir, meine ich, ne? Genau, einen Ofen, genau. Habe ich. Gut, baust du mal. Jo, mach ich. Da kann ich nämlich die 7. Erze einschmelzen zu Barren. Back. Ja, Da sehr ist, schön. da ist. Ah. Kupferbarren kann ich auch machen. Ah, wie geil Genau, ist das Glas denn? kann man machen. Das würde ich noch empfehlen. Sieht ein bisschen schön aus. So, Kupfer und Eisenbarren. Ey, wie viel Eisen hatte ich denn? Ey, das ist unglaublich. Ja, Ja, zwei Silberbarren und ich glaube, ich kann noch zwei Goldbarren, genau. jetzt 24 Eisenbarren. Ja, ich bin bei 15.